Ja, komm, wir machen Icon, weil die Leute schreiben die ganze Zeit Icon. Wir können auch Releases machen, ne? So ist es nicht. Wir können zum Beispiel Kolle oder so, oder hier Sunny oder so, keine Ahnung. Oder hast du zu? So ist es nicht, ne? Aber viele schreiben auch hier Icon 3. Hm, Icon 3 oder 4? Was wollt ihr? Schreib mal 3 oder 4 in den Chat. Ja, schreib mal Icon 3 oder Icon 4. Was war denn so die beste Folge von Icon 3? Boah, ich sag dir echt Finale eigentlich von allen. Meinst du? Dino war da gut, Biggie war da gut, alle waren da gut eigentlich. Also wir sortieren das nach Aufrufen einfach. Da sind 3 dabei, die sind wirklich jetzt aktuell sehr, sehr, also die haben brutalen Hype auf jeden Fall. Ja. Alle. Warte, ist das das hier? Ich hab ja auch erzählt, Dino zum Beispiel ist ja jetzt so bei Millionär unterwegs. Ich bin's gefickt, ich will. Weißt du? Money Boy hat auch mal Hype, Bruder. Ja. So, wir reagieren auf Icon 3 Finale Episode 4. Ihr steht zusammen, ihr fallt zusammen. Gucken wir mal, komplett, was du dazu sagen wirst. Komplett? Sollen wir komplett gucken? Dann kennst du auch das Format. Das ist wie DSDS. Wie du willst. Okay. Komm, warte. Ab geht's. Aber das waren 100 Teilnehmer am Anfang, 100 Newcomer. Und alle konnten quasi ihren Text performen. Und am Ende sind nur noch jetzt diese 6, 7 Stück jetzt, das sind die besten von allen. So. Und einer gewinnt. Und einer gewinnt am Ende. Perfekt, kommt rein, kommt rein. Warum ist der maskierter, Bre? Bitte? Warum ist der Bre maskierter? Das ist sein Style. Hm. Der ist Duisburger übrigens. Echt? Ja. 50 Minuten Zeit, euch draußen ein Beat auszusuchen, einen Text zu schreiben und dann wieder reinzukommen und das Ganze zu performen vor einer Jury. So, jetzt wurde das erklärt. Mhm. Ne, 50 Minuten haben die Zeit, Beat auszusuchen, Text zu schreiben und das müssen die performen. Ich würde dann sagen, wir gehen jetzt direkt zu den Tracks, damit das nicht zu viel wird, weil jetzt proben die nur, das wird aufgenommen, weißt du? Das Interessante kommt ja jetzt direkt. Okay, bevor wir jetzt hier von den Jungs, das eine, Cody und Kazak. Du musst wissen, die Jungs haben das Ding hier am Ende gewonnen, ne? Mhm. Das war eine komplette Fehlentscheidung. Da, ja, nee, das haben wir gesagt in den Reactions, auch voll viele andere YouTuber haben das gesagt und die Zuschauer sowieso alle. Ne? Also Dino war mit einer der beliebtesten, Django und Biggie, ne? Aber die sind halt rausgeflogen gegen die beiden jetzt beispielsweise. So. Smoke, we got one. Sag dir schon immer, red nicht, sondern mach was. Rot-Diamant, euch gibt's millionenmal. Knacks bekommen in der Siedlung voller Hass. Bleib antik, denn es ist Qualität, die zahlt. Kazak und Cody Fly, fick mal diese Schorostein. Duo, komm, komm rein, Schuss, Popolotto-Preis. Viele von damals hatten nie viel da aus. Nix im Loch, alle Taschen trägt. Mein Kopf ist gefickt, sag mir, wann wird es besser? Brüder, sie kommen, sie stechen mit Messer. Wir nehmen uns alles mit, die Familie hat Hunger. Hat Mama gesagt, wir machen schon bald um. Yeah. Die Familie hat Hunger, yeah. Die Familie hat Hunger, yeah. Die Familie hat, die Familie hat Hunger. Aber er, dieser Cody, finde ich, hat eine schöne Stimme. Das war nicht schlecht. Ja? Der war nicht schlecht. Was sagst du dem anderen Kazak? Nicht so, ne? Bre, du kommst aus Duisburg, deswegen. Für meinen Bruder bin ich da. Genauso wie Kazak hab ich knack. Sag Pussy, da kommt alle ran, run, run. Motherfucker, you better run. Komm in die Szene mit der Gun in my hand. MAG, bin immer aktiv mit den G's. Keine Pisser kommen, ja, sie wollen sie, ja, ja. Ich merke, die Blicke werden schief, ja, yeah. Mein Kopf ist gefickt, sag mir, wann wird es besser? Brüder, sie kommen, sie stechen mit Messer. Nimm alles mit, die Familie hat Hunger. Mama. Guck mal, es gibt eine Sache, ne? Die fand ich unnormal lustig. Kennst du Sammy de la Rue? Ja. Guck mal, weißt du, was der zu dem gesagt hat? Hm. Das ist Pagel ohne McFit-Karte. Ja, kann. Ja, also lyrisch gesehen. Aber wir reden vom 50-Minuten-Text, ne? Aber geht trotzdem besser. Geht trotzdem besser. Ja, tamam. Aber so. Die sind auch in einem ganz anderen Alter. So. Ja, aber willst du Rapper werden oder was willst du machen? Da musst du schreiben können. Like, tamam. Ja, ist doch so. Sorry. Ja, ja, okay. Wallah, ich bin ruhig. So. Bruder, hast du mal Making the Band von Diddy gesehen zum Beispiel? Damals? Mhm. Bruder, der hat Leute rausgeschmissen, ne? Aber ich rede von rausschmeißen, Security so kann raus. So, ne? Bruder, die waren fire, Bruder. Fire. War aber zu schlecht, oder was? Ja, es hat ihnen einfach nicht gereicht. Du kennst ja Diddy so. No, 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 nein,
nein, next, next. Und die Leute sind, in Amerika ist ja die Dichte von talentierten Leuten ist ja so. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich meine? Gesagt, wir machen schon bald Umsatz, yeah. Die Familie hat Hunger, yeah. Den Hook finde ich schön. Die Hook von ihm finde ich schön. Ja. Die hat Hunger, yeah. Die Familie. Was passiert? Was passiert? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Was war das denn? Bruder, Smarto! Hörst du das da? Hä? Was hat er gemacht, Bruder? Abo, ich hab den gerade gelobt, Bruder! Hast du gehört? Salam alaikum, Bruder. Bruder, was war das denn? Die hat Hunger, yeah. Die Familie hat Hunger, yeah. Die Familie! Ja, okay, der ist so, der kommt da mit seiner Russenmütze und Bandana, die denken sich, okay, wer ist das denn? Der ist wahrscheinlich voll die Erscheinung. Mhm. Und die haben gedacht, okay, mit Aussehen kann man was machen, die sehen brutal aus. Aber... Bist du nicht so überzeugt? Bruder, der Bray ist Duisburger, Bruder, ich küsse dein Herz. Guck mal, wenn du dich für einen von den beiden entscheiden müsstest, ja. Wen würdest du nehmen? Das Mikrofon. Okay, das war Gruppe 1. So, guck mal, nächste Gruppe. Stadion! Aber die Mucke war trotzdem schon die erste. Ist die Kamera am Recording hier? Ja. Ja. Okay, perfekt. Okay. Künstler ready? Yes. Let's go. Aha. Ich finde er wirklich, er ist Kalli, er hat einen coolen Style eigentlich, aber irgendwie kam da zu wenig von ihm. Ecken 3. Shavin. Bang. Bang, 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 bang. Bang, bang. Wesh, yo, mein Bando heißt wie Kali. Bulle findet nix, schieb Panik. Meine Technik sitze ich ab Päckchen mit Rolle Hastings, Bliff aus Maastricht. Ich push Ace weg wie am Fließbad mit dem Kopf durch die Wand. Wie sie dann, wegen Zivis im Park wieder. Renne weg, du siehst mich nie wieder, oi. Ich hab ab Strami im Bando, kennst uns. Renns verdaule in Presto, hey, Skus. Jani, sag mal so. Guck mal, wenn du in Rente gehen willst, irgendwann in Chala, dann sind das deine Ableser. Ich sehe, du bist ein bisschen kritisch so mit der mit den neuen Newcomern so, ne? Mann, er gearbeitet für nix. Für Tantana, Walla. Wie gesagt, Walla, eigentlich kann er rappen, aber bei Icon hat er komplett verkackt, finde ich. Aber Bruder, habt ihr mal, okay, Newcomer gut und schön. Billa Joe ist auch Newcomer. Habt ihr mal Billa Joe gehört? Ja. Hm. Habt ihr gehört, was er bei Scorpion Bass gemacht hat? Mhm. Der ist krass. Wow, das ist brutal. Ja, also Bruder, von was reden wir hier jetzt gerade, Bruder? Billa Joe ist krass. Walla, der ist krass. Kennt ihr Arab 126? Nein. Arab 126, nein, kenn ich nicht. Bruder, ihr kennt Arab 126 nicht? Nein. Bruder, absoluter Newcomer, absoluter Newcomer. Absolut. Bruder, wenn ich die beiden da hinstelle, ne, dann das sind Universen dazwischen, Bruder. Und das ist das, was ich meine. Ja, ich check schon. Das ist so, das sind so, ja, Bendo und dies, das und ich kann das alles nicht hören. Das ist gar nicht persönlich gegen die Jungs. Ich küsse alle ihr Herz. Aber wenn einer sagt, ja, Musik ist mein Traum und Musik ist das, ich will Musik machen. Und dann, du kannst auch nicht sagen, ja, mein Traum ist, ich will Fußballprofi werden. Ja. Ja, schön, du willst sofort, hast du hell aus. So. Gut, dann lade ich dich ein. Dann geh halt zum Probetraining, ne, nach Dortmund, nach Schalke. Wer macht noch gute Jugendarbeit? Köln. Komm, wir laden dich ein. Geh halt spielen. Mhm. Und dann spielst du so Kreisliga B-Niveau. Ja, ich check schon. Und dann wunderst du dich, warum der Trainer sagte, guck mal, setz dich mal bitte dahin. Nein, nicht da, noch einen Platz weiter aus. Da. Setz dich mal bitte dahin. So, und dann sagst du, der Trainer war so, der Trainer war... Aber Bruder, es reicht nicht. Das, was die Jungs hier bringen, reicht einfach nicht. Es reicht nicht. Ich erinnere mich an die Zeit, wo wir damals angefangen haben. Bruder, Sammy Deluxe ist zu mir gekommen, der meint so, ey, du gefällst mir. Ne? Der meint so, ich lade dich zu mir ein, komm mal mit mir auf Mixtape und so. Bruder, wir sind auf das Mixtape gegangen, Bruder, wir haben, Bruder, ich kann dir nicht erzählen, was wir gemacht haben, Bruder. Was haben wir nicht gemacht, Bruder? Wir haben uns unsere Zähne verloren beim Rappen, so. Wir haben uns die Seele aus dem Leib gerappt, Bruder. Die Seele aus dem Leib. Ich sag mal so, Deutschrap war, Bro, du kannst das nicht mehr vergleichen. Jetzt Deutschrap mit damals, kannst du nicht.
Doch, es ist immer noch Rap und es ist immer noch Skill. Das stimmt. So, das, aber das, es wird ist einfacher das wird ich mein, ja, so, ich meine, es ist viel einfacher geworden. Jeder kann jetzt rappen. So nein, bekannt mäßig zu werden ist einfacher geworden. Nein, auch so generell. Jeder kann jetzt irgendwie rappen und jeder kriegt die Plattform einfach. So. Ja, aber dann muss es doch eigentlich, da muss das Niveau doch steigen. Wenn viel Konkurrenz ist, dann müsste es doch besser werden. Eigentlich schon. Bruder, weißt du, ja, ist doch so, Bruder ja. Weißt du, was Snagger und Pillard damals veranstaltet haben, Bruder? Ja. Kennt ihr Snagger und Pillard? Ja, normal. Kennst du Snagger und Pillard? Wie, du kennst Snagger und Pillard nicht, Bruder? Komm, ich zeig dir hier Biggie und Django. Wenn dieser Stream aus ist, der sagt, da komm mal jetzt mit. Nein, Bruder, aber wirklich, Bruder. Was hat er mir jetzt gerade gesagt? Der hat jetzt gerade, was haben wir gehört von dem? 12 Bars, wir haben 16 Bars von dem gehört. Ich erinnere mich nicht an eine einzige Line von dem, was er gesagt hat. Nicht an eine einzige. Hm. Nur Bendo habe ich verstanden. Ja, nimm Bendo. Irgendwas von irgendwas. Keine Ahnung, was er gesagt hat, Bruder. Keine Ahnung. Ja, okay. Bendo. Ja. Bendo. Bendo ist Kima Monogon. Walla Villa, ja. Walla, ich bin. Ey, Junge. Da war mach weiter. Scheiße. Alter. Bendo, ja. Walla, jetzt bin ich gespannt, was du jetzt hier sagst. Bendo. Der kommt ja aus links. Aus. Wo kommt der her? Wer? Er? Ja. Walla, keine Ahnung. Im Bendo. Der kommt mir aus Garmisch-Partenkirchen, der sagt mir Bendo. Okay, perfekt. Künstler ready? Ja. Nein, okay, ey, warte mal. Guck mal, ich bin mir sicher, wenn ihr beide da in der Jury sitzt, ne? Ja. Guck mal, dann wisst ihr Bescheid. Was? Wie? Ich will nicht sagen, dass wir euch nachher ausladen, dann bin ich schuld gewesen. Okay, ich bin gespannt, was du zu den Jungs sagst. Wir gucken. Django. Django. Biggie. Aha. Icon 3. Bevor wir reingehen, die Jungs haben auch brutalen Hype gehabt nach dem Ding. Das sind die beliebtesten gewesen. Hey, und gib'n von Ops, deshalb schenk' von mir. Verloren am Block, jeder will hier Geld verdienen. Und gib'n von Ops, deshalb schenk' von mir. Verloren am Block, jeder will hier Geld verdienen. Jederzeit bin bereit, für meinen Bruder zu fallen. Stecherei, 2 und 3 und es endet brutal. Ich steck in dich, hey. Wer von deinen Brüdern fängt dich, wenn du fällst? Wer ist dein Bruder ohne Ruhm und den ganz späteren Geld? Bitte mach mich los aus den Ketten her. Wer wär Bruder, wenn ich kein Rapper wär? Durch Devils ist, dann fällt mir gerade das Denken schwer. Ruhrpott, Aachen, Connecte bis 114. Roche Buhort in unseren Schatzen. Stempel, dass wir 100% real sind. Was sagst du denen? Der hat Energy. Und zu den anderen? Er hat Energy, also der Rapper hat auf jeden Fall Energy. Und Biggie. Er erzählt jetzt auch nichts Neues, aber was er erzählt halt irgendwie, das puncht irgendwie, das kickt, also er hat auf jeden Fall mehr Edge als die anderen. Mhm. Und dieser, und der Bre hier, ne, der mit den langen Haaren, der hat eine schöne Stimme, mal gucken, was er noch bringt. Er hat jetzt hier jetzt zum Beispiel Biggie, der mit den langen Haaren, der ist jetzt auch bei Dardan. Mhm. Ne, wird der jetzt festgestellt eigentlich? Also, die waren auf jeden Fall länger schon im Gespräch und auch so on Social Media hat man die öfter miteinander gesehen. Das waren die zwei beliebtesten mit einem Dino noch. Ja, ne? Also ich verstehe, dass die beliebtesten waren. Findest du die also so? Ja, also von denen, die du mir gezeigt hast, sind das auf jeden Fall die talentiertesten. Okay, ja, okay. Aber die Gruppe 1 hat gewonnen, wie gesagt. Die haben zum Beispiel verloren gegen Gruppe 1. Ja, vielleicht haben die in der Sendung verloren, aber im Real Life gewonnen. Ja, ist auch so. Ist auch euch so gekommen. Ne? So. Block, öffne den Drop-Top, mache die Löcher wie SpongeBob. Komm in die Hotel, komm, dreckige Luft, genauso wie in Hongkong. Ey, dreckige Luft, so wie in Hongkong. Ey, ey, ey. Umgeben von Ops,
deshalb shake on me. Verloren am Block, jeder will hier Geld verdienen. Jederzeit bin bereit, für einen Bruder zu fallen. Stecherei, 2 und 2 und es endet brutal. Ja, Junge, ja, ja. Ja, Junge. Ja. Ja, der hat sich gefreut. Aber wir haben die verloren, das check ich gar nicht. Wir haben die verloren. Fehlentscheidung. Ist das Zuschauerentscheidung oder ist das von denen? Von der Jury. Ja, dann. Also, von denen, die ich jetzt da gesehen habe in diesen Icon, hätten diese letzten da auf jeden Fall gewinnen müssen. Ja. Ne? Ganz klare Kiste, ganz klar. Hm. Und die sitzen doch da mit, das ist doch eine 6-Mann-Jury. Mit 6 Mann haben die das nicht gehört.